Schönen guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen und ich freue mich auch sehr, dass ich gemeinsam mit Dr. Maurer hier heute Abend Ihnen die Schmerzmedizin näher bringen darf. Mein Name ist Dr. Jürg Schliessbach, ich bin seit 2 Jahren hier am USZ in der Schmerzmedizin tätig und ich habe vor etwa 7 Wochen von meinem geschätzten Vorgänger Dr. Maurer, der nachher sprechen wird, die Leitung der ambulanten Schmerztherapie übernommen. Ich bin gebeten worden, Sie darauf hinzuweisen, dass diese Veranstaltung live im Internet übertragen wird und gefilmt wird. Man sieht allerdings nur mich und die Folien. Sie sind nicht sichtbar. Wenn Sie aber eine Frage stellen, dann wird diese Frage natürlich hörbar übertragen werden. Am Ende des Vortrags wird die Übertragung unterbrochen. Falls Sie also Fragen haben, die Sie nicht öffentlich stellen möchten, dürfen Sie diese auch am Ende der Veranstaltung dann hier unter uns noch stellen. Ich möchte beginnen im ersten Block dieser Veranstaltung, in dem wir Ihnen erklären, wie unsere heutige Auffassung ist, wie chronische Schmerzen entstehen. Es geht dabei um Konzepte, um Schmerzarten, um Schmerzmechanismen und ich möchte versuchen, Ihnen so ein bisschen einen groben Überblick darüber zu geben, warum das chronische Schmerzen entstehen, warum gewisse Menschen chronische Schmerzen erleiden und andere vielleicht nicht. Wir starten dazu. Das will ich nachher vorausschicken. Es gibt eine kleine interaktive Teilnahme für diejenigen unter Ihnen, die ein Smartphone dabei haben. Sie können jetzt bereits auf diese Internetseite gehen, slido.com, und Sie können dort diese Zahl, diesen Code 2606 eingeben. Ich werde während meines Vortrags 2 oder 3 Fragen stellen im Sinne einer Umfrage, einer kleinen Abstimmung, wo Sie dann so über Ihr Smartphone oder über Ihr Tablet mit teilnehmen können. Wir kommen nicht umhin, ohne ein paar Begrifflichkeiten, ohne ein paar Definitionen in diese Materie zu starten. Und zunächst einmal möchte ich Ihnen vorstellen, was denn eigentlich die offizielle Definition von Schmerz ist, gemäß der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Die JASP hat bereits in den 70er Jahren diese Definition von Schmerz herausgegeben. Es ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer echten oder potenziellen Gewebeschädigung einhergeht oder wie eine solche beschrieben wird. Das ist eine sehr kurze Definition. Und trotzdem, wenn man sie aufmerksam liest, merkt man, wie vielschichtig sie ist und was für Dimensionen sie eigentlich abdecken kann. Ich habe das hier einerseits rot markiert. Es geht bei Schmerz fast immer um eine Gewebeschädigung. Es kann aber auch sein, dass diese Gewebeschädigung noch gar nicht stattgefunden hat, sondern nur droht, oder dass gar keine Gewebeschädigung vorliegt, aber der Schmerz wie eine solche beschrieben wird. Und die zweite wichtige Definition ist das Gefühlserlebnis. Schmerz ist immer mit Gefühlen verbunden. Und das hat 2 ganz wichtige Konsequenzen, die ich Ihnen näher bringen möchte. Zum einen ist Schmerz ein wichtiges, ein normales Phänomen, ein für uns überlebensnotwendiges Phänomen. Wenn wir keine Schmerzen hätten, dann würden wir uns verletzen, ohne es zu merken und unter Umständen daran sterben. Das heißt, Schmerz besitzt eine Warnfunktion. Er löst Schutzreflexe aus, er löst Vermeidungsverhalten, Fluchtverhalten aus. Er aktiviert auch unser Nervensystem, indem er Hormone ausschüttet, Adrenalin, Cortison, Stresshormone freisetzt. Das alles sind in dem Sinn die physischen, die körperlichen Auswirkungen, die Schmerz auf uns haben kann. In Gelb, wie vorher auch, ist die Gefühlsdimension. Sie sehen, dass Schmerz immer verbunden ist mit Gefühlen und Gedanken. Schmerz kann uns Angst machen, Schmerz kann uns Sorgen bereiten, wir grübeln darüber, wir schlafen nicht mehr gut. Das sind die affektiven Dimensionen, die Schmerz hat. Gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit, ins Jahr 1644. Bereits da hat der große Philosoph René Descartes herausgefunden oder postuliert, dass es eine Verbindung geben muss, wenn man sich beispielsweise an einem offenen Feuer den Fuß verbrennt und das dann wehtut, dass es da eine Verbindung geben muss zwischen dem Fuß
und unserem Kopf. Heute wissen wir etwas mehr. Wir wissen, wie diese Verbindung aufgebaut ist und wie diese Verbindung funktioniert. Das sind nämlich die Nervenzellen. Hier sehen Sie das Porträt nicht nur einer, sondern mehrerer Nervenzellen. So sehen Nervenzellen aus. Allen Nervenzellen gemeinsam ist, dass sie einen Zellkörper haben. In irgendeiner Form ist an diesem Zellkörper hier dieser Baum befestigt. Und dieser Baum, das sind die Antennen der Nervenzellen. Hier an diesen Antennen registriert die Nervenzelle alle einkommenden Signale, summiert sie, bildet daraus ein Resultat und je nachdem, was das Resultat dann ist, hat sie einen einzigen Arm, über den die Zelle dann ihr Signal weiterleiten kann. Die wichtigen Nervenzellen für die Wahrnehmung, und zwar nicht nur von Schmerzen, sondern von allen Sinnesmodalitäten, auch Berührung, auch Druck, sind solche Nervenzellen. Die haben ein einziges langes Kabel mit einem großen Baum von Sensoren oder Antennen in der Peripherie und einem einzigen Ende, das dann im Rückenmark mündet. So könnte das schematisch dargestellt aussehen. Oder? Wir gehen davon aus, Sie verletzen sich den Daumen, Sie klemmen den ein, verbrennen ihn oder schneiden sich beim Kochen in den Finger und dann ist das eine einzige Nervenzelle, welche Ihr Signal vom Daumen bis ins Rückenmark leitet. Wenn wir das auf den Zeh beziehen, dann heißt das, diese Nervenzelle ist etwa 1,20 Meter lang beim durchschnittlichen Menschen. Erst hier im Rückenmark wird diese Nervenzelle umgeschaltet auf eine zweite Nervenzelle. Und die zweite Nervenzelle, die leitet dann erst eigentlich das Signal hier hoch ins Gehirn. Im Gehirn dann wiederum eine Umschaltstelle und eine dritte Nervenzelle, die das Signal uns dann hier in der Hirnrinde bewusst macht oder bewusst werden lässt. Das heißt nichts anderes als jedes sensorische Signal, das wir empfangen, wird über nicht mehr und nicht weniger als 3 Nervenzellen geleitet. Wir unterscheiden hier zwischen dem peripheren Nervensystem, also alles, was die Kabel, die Leitungen betrifft, in den Armen, in den Beinen und dem zentralen Nervensystem, was das Rückenmark und das Gehirn angeht. In beiden Bereichen, sowohl der Peripherie als auch zentral, gibt es spezifische Prozesse, wie die Schmerzen wahrgenommen werden. In der Peripherie, wir haben vorher an der Nervenzelle gesehen, dieser Antennenbaum, wo die Signale eingehen, das sind die sogenannten Schmerzsensoren oder im Fachausdruck nennt man die Nozizeptoren. Diese Schmerzsensoren sind in praktisch allen Geweben vorhanden, im Knochen, in der Haut, im Muskel. Es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel das Gehirn oder die Leber, die haben selbst keine solchen Sensoren, aber ihre Kapseln, ihre Häute, die diese Organe umgeben, die sind sehr reich ausgestattet mit solchen Schmerzsensoren. Das heißt, wenn Sie eine Nierenkolik haben, dann ist es nicht die Niere selbst, die Schmerzen macht, sondern es ist die Dehnung und der Druck auf der Kapsel rund um die Niere, wo die Schmerzen eigentlich registriert werden. Alle diese Schmerzsensoren sind spezifisch für gewisse Reize. Es gibt Sensoren, die auf Druck reagieren, auf mechanische Reize. Es gibt Sensoren, die auf Hitze oder Kälte reagieren und es gibt welche, die auf chemische Reize, wie beispielsweise Säure, reagieren. Aber allen diesen Sensoren ist eigentlich gemein, dass wenn sie einmal aktiviert werden, verändern sie die elektrische Leitfähigkeit von der Nervenzelle und es entsteht ein kleines elektrisches Signal und sobald dieses Signal stark genug ist, wird es zack weitergeleitet und landet dann bei der nächsten Station im Rückenmark. Und im Rückenmark passieren dann die zentralen Prozesse der Schmerzwahrnehmung und Weiterleitung. Sie sehen hier diese einkommende Nervenzelle, die erste Umschaltstelle. Und was jetzt hier passiert, es gibt Überträgerstoffe, die sind hier in der Zelle bereit und warten darauf, ausgeschüttet zu werden. Wenn das Schmerzsignal kommt, werden die ausgeschüttet, der Botenstoff schwimmt zur nächsten Zelle und erregt die nächste Zelle und die leitet dann den Schmerzreiz weiter. Gehen wir nun zurück zu unserem Bild von René Descartes und mit diesem einfachen anatomischen Wissen, das Sie jetzt haben, können wir uns nun die Frage stellen, wo entsteht jetzt wirklich eigentlich der Schmerz bei diesem Mann, der sich hier den Fuß am Feuer verbrennt? Was denken Sie, entsteht dieser Schmerz
vielleicht hier im Rückenmark oder entsteht er hier an der Leitung im Bein? Entsteht er doch wirklich am Fuß, wo die Verbrennung ist, oder entsteht er im Kopf? Für diejenigen unter Ihnen, die jetzt im Besitz eines Smartphones sind und sich bereits eingeloggt haben, die dürfen oder die sollten jetzt an jedem Moment auf ihrem Gerät die Frage sehen. Wenn Sie oben links auf Polls gehen, wo Polls steht, dann sollten Sie jetzt in der Lage sein, hier Ihren Tipp abzugeben, was Sie denken. Für diejenigen unter Ihnen, die kein Smartphone haben, Sie dürfen nachher die Hand heben, was Sie denken. Aber Sie dürfen zuerst schauen, was die meisten Leute hier sagen. Ich kriege eine Antwort. Gehirn, gibt es noch mehr Antworten, noch mehr Vermutungen? Kein, ja, doch, jemand doch noch am Ort der Verbrennung, 6% hier, 6% hier, aber so wie es aussieht. Okay, so wie es aussieht, sind fast 90% der Abstimmenden der Meinung, dass der Schmerz im Gehirn entsteht. Und ich möchte Ihnen in dem Sinn sagen, damit haben Sie eigentlich recht. Denn alles, was hier unten entsteht, ist nichts weiter als elektrisches Signal. Es ist elektrisches Signal, das hier hochgeht, das hier umgeschaltet wird. Und jetzt hier oben wird dieses elektrische Signal, das uns Aua sagt, gedanklich bewertet und erhält seine emotionale Bedeutung für uns. Dementsprechend wird auch klar, dass es Begleitumstände gibt, die die Schmerzen für uns schlimmer oder leichter werden lassen. Es gibt Begleitumstände, Angst, Trauer, Verzweiflung, Depression, Einsamkeit, das sind alles Gefühle und Umstände, die unser Schmerzwahrnehmen verstärken können. Auf der anderen Seite gibt es Freude, Hoffnung, Genuss, Schlaf, soziale Kontakte, gute, positive Emotionen, die uns das Schmerzwahrnehmen eher leichter machen, milder machen sozusagen. Ich zeige Ihnen dies an einem einfachen Beispiel. Wir sehen zwei Fotos und beide zeigen eigentlich haargenau das Gleiche. Beide zeigen eine Stichverletzung. Hier ist es ein Stich von einer Biene durch die Haut, hier ist es ein Stich von einer Spritze in den Arm. In beiden Fällen wird eine Substanz injiziert, die das Immunsystem aktiviert. Hier ist es das Gift der Biene, welche das Immunsystem aktiviert. Hier ist es vielleicht ein Impfstoff gegen Grippe oder etwas, das das Immunsystem aktiviert. Und obwohl es eigentlich so gesehen absolut das Gleiche ist, gibt es Patienten, die sagen, es ist ja nur ein Insektenstich, aber um Gottes Willen eine Spritze, nicht bei mir, oder? Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Patienten, die sagen, ich habe Panik vor Insekten, vielleicht bin ich sogar allergisch auf das Bienengift und könnte daran sterben, denken dann aber impfen, ja, schon 100-mal gemacht, kein Problem. Und das sind Beispiele, das sind Muster davon, wie eine Verletzung und ein Schmerz davon abhängen, wie wir das gedanklich und emotional bewerten. Und das ist nicht für jeden Menschen das Gleiche. Ich möchte Ihnen nun in den nächsten paar Folien einige Mechanismen der Sensibilisierung näher zu bringen versuchen. Nebst dem, was wir jetzt gesehen haben, das ist quasi die normale physiologische Schmerzwahrnehmung, gibt es bei chronischen Schmerzen dann sehr oft Phänomene der Sensibilisierung. Und da gibt es wiederum in der Peripherie gibt es die Möglichkeit, Sie haben hier eine Verletzung. Diese Namen da, die müssen Sie sicher nicht merken und nicht wissen, oder? Aber Sie müssen einfach, Sie müssen wissen, das sind Substanzen, welche diese Antenne, diesen Schmerzsensor hier erregen. Und wie wir gesehen haben zu Beginn, dieser Schmerzsensor sendet sein Signal ins Rückenmark, dort wird es umgeleitet und so weiter. Jetzt haben wir aber auch gesehen, dass diese Nervenzellen einen ganzen Baum von verschiedenen Antennen haben. Und das heißt, auf dem Weg ins Rückenmark kann das Schmerzsignal auch hier, wenn es an dieser Abzweigung vorbeikommt, den umgekehrten Weg nehmen und plötzlich wieder zurückwandern. Und dann kann es hier dazu führen, dass andere Botenstoffe, andere Substanzen ausgeschüttet werden. Diese Substanzen können dann beispielsweise Blutgefäße erweitern, sie können Entzündungszellen aktivieren und die Entzündungszellen wiederum die ursprünglichen Substanzen verstärken, welche zur ersten Verletzung gehört haben. Und so kann sich hier wie eine Art, ein kleiner Kreislauf bilden,
der die Schmerzwahrnehmung aufrechterhält. Das ist periphere Sensibilisierung. Auf den Schmerzsensor selbst bezogen bedeutet dies, die Erregbarkeit dieses Sensors wird verstärkt, die einzelnen Sensorproteine werden viel einfacher zu aktivieren und das elektrische Signal wird schneller erzeugt und schneller weitergeleitet. Ähnliche Sensibilisierungsvorgänge gibt es zentral. Und da kennen wir am besten die Prozesse, die sich abspielen an der ersten Umschaltstelle zwischen den Nervenzellen im Rückenmark. Sie sehen hier die einkommende Nervenzelle, ähnlich wie wir vorher gesehen haben, die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden und die zweite Zelle aktivieren. Und im sensibilisierten Zustand sehen wir, hier liegt viel mehr Botenstoff bereit als hier. Es ist viel mehr Botenstoff hier am Rumschwimmen und auch die Kanäle auf der Folgezelle werden plötzlich viel zahlreicher ausgebildet. Und das führt dazu, dass diese Verbindung hier aktiver wird und sensibler wird auf jegliches einkommende Schmerzsignal. Das führt dann schlussendlich auch dazu, dass sich in der Folgezelle auch die Genetik verändert, auch die Proteine werden anders ausgebaut und der ganze Stoffwechsel dieser Zelle beginnt sich zu verändern. Und das kann dazu führen, dass Schmerzen sich ausweiten und dass der ganze Körper unter Umständen mit der Zeit überempfindlicher wird. Es können auch neue solche Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen. Sie sehen hier eine gelbe, eine orange, eine blaue Nervenzelle. Jetzt gehen wir mal davon aus, hier kommt ein Signal, oder? Das sind die bestehenden Verbindungen. Und irgendwann, wenn das Signal stark genug wird, kann das dazu führen, dass sogar eine neue Nervenzelle, die vorher nicht Bestandteil war von diesem Netzwerk, plötzlich hier eine Verbindung auszubilden beginnt und nun dieses Signal nicht nur den normalen Weg nimmt, sondern plötzlich auch den Weg über die neue Verbindung nehmen kann. Und so können Nervenzellen, die bisher an dem Schmerzgeschehen nicht beteiligt waren, plötzlich mit hineingezogen werden und die Schmerzen können sich ausweiten, größer werden, stärker werden. Das hat weitreichende Folgen. Wir gehen zurück zu meiner Folie vom Anfang. Sie sehen die gleiche Verletzung am Daumen, aber in einem sensibilisierten Zustand wird hier nicht mehr nur eine einzige Nervenzelle aktiviert im Rückenmark, sondern plötzlich werden aufgrund dieser neuen Verbindungen mehrere Nervenzellen aktiviert. Und das sind dann auch mehrere Nervenzellen, die plötzlich ihr Schmerzsignal da hoch ins Gehirn senden und logischerweise auch im Gehirn dann mehrere Nervenzellen aktivieren. Ein wenig anders dargestellt, oder das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, diese Sensibilisierungsvorgänge, die da geschehen, die sind nicht einmal so einfach rückgängig zu machen. Und selbst wenn die primäre Verletzung am Daumen abgeheilt ist, nicht mehr vorhanden ist, kann es sein, dass diese Verbindungen hier weiter bestehen und unter Umständen ein Schmerz sich auch hier aufrechterhält. Ein wenig anders dargestellt sieht es hier aus. Sie sehen wieder hier schematisch eine Nervenzelle mit ein paar wenigen Verbindungen. Sie kommuniziert mit ein paar wenigen anderen Nervenzellen und im Gehirn gibt es ein kleines Netzwerk der Kommunikation zwischen diesen Nervenzellen. Und im sensibilisierten Zustand gibt es hier mehr Verbindungen an der Nervenzelle. Das Netzwerk weitet sich aus und das heißt, dass auch plötzlich andere Gehirnbereiche mit einbezogen werden, unter anderem die Gehirnbereiche, in denen wir Gefühle empfinden, in denen wir Angst, Frust, Trauer empfinden oder die unsere Gedanken beherrschen. Das heißt, auch unsere gedanklichen Prozesse können in diese Sensibilisierungsgeschichte mit einbezogen werden. Nun möchte ich mit Ihnen ein kleines Experiment durchführen. Sie alle kennen wahrscheinlich die Schmerzskala. Wir fragen unsere Patienten sehr oft, wie stark sind ihre Schmerzen, wenn sie sich vorstellen müssten von 0 bis 10. 0 heißt gar kein Schmerz, 10 ist der schlimmste Schmerz, den sie sich vorstellen können. Sie haben, die meisten von Ihnen, eine Wäscheklammer erhalten. Diejenigen, die keine Wäscheklammer haben und vielleicht gerne noch eine möchten, dürfen sich jetzt noch melden. Und ich möchte Sie nun bitten, auf mein Kommando hin, erst wenn ich es sage, sich diese Wäscheklammer an Ihr linkes Ohrläppchen zu klemmen. Ich werde dann auf 10 zählen und danach nehmen Sie diese Wäscheklammer weg. Und dann
denken Sie für sich persönlich, individuell, wie fest, schmerzhaft von 0 bis 10 war das jetzt für mich, dieses Klemmen an einem Ohr. Und das Ganze machen wir dann wieder über die Umfrage auf dieser Internetseite. Ich werde das dann gleich aktivieren für Sie. Die alte Frage wird gestoppt. Also, wenn Sie alle jetzt eine Wäscheklammer haben, dürfen Sie die jetzt an Ihr linkes Ohrläppchen klemmen. Und dann zähle ich auf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt dürfen Sie die Klammer wieder wegnehmen. Überlegen Sie sich für sich selbst, wie stark von 0 bis 10 war das? Kann sein, dass das nur eine 1 war, es kann sein, dass es vielleicht eine 9 war, das ist völlig, für mich ist das nicht relevant. Und nun möchte ich Sie bitten, und zwar getrennt jetzt nach, es funktioniert nicht. Ich gehe davon aus, hier im Publikum sitzen vielleicht auch einige Zuhörer, die selbst von Schmerzen betroffen sind, die selber Schmerzen haben und vielleicht auch einige, die keine Schmerzen haben. Ich möchte jetzt nur erstmal die Zuhörer bitten, die keine Schmerzen haben, jetzt in dem Moment, jetzt hier abzustimmen. Es gibt immerhin 17, 20 Voten, gut, haben alle abgestimmt und dann stoppe ich dies. Muss ich es noch einmal zeigen? Also 0 bis 2, ungefähr 2 Drittel und 25% sind da. Nun möchte ich die gleiche Frage stellen an diejenigen unter Ihnen, die vielleicht selbst an chronischen Schmerzen leiden. Stimmen Sie bitte ab und geben Sie uns Ihre Einschätzung. Fünf Voten bislang. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei, sechs. Sieben. Okay, gut. Ich denke, es ist natürlich nicht ganz zu vergleichen, 7 Antworten bei dieser Frage und über 20 Antworten bei der anderen Frage. Aber ich denke, der Trend oder das, was ich illustrieren möchte, das wird hier schon deutlich, oder? Zuerst war dieser Balken hier der größte und in der zweiten Runde war der Balken hier größer und es gab sogar einige Antworten da unten. Also ich danke Ihnen für Ihre aktive Teilnahme und ich möchte Ihnen nun zeigen, es gibt tatsächlich Studien darüber. Ich will Sie nicht groß langweilen mit irgendwelcher Fachliteratur und wissenschaftlichen Dingen, aber zu diesem Wäscheklammertest, das ist jetzt eine ganz gewöhnliche Wäscheklammer. Die richtige Wäscheklammer, die ist normiert, die macht immer den gleichen Druck, die hat eine speziell gehärtete Feder, die tut auch ein bisschen mehr weh. Und mit dieser Wäscheklammer hat man Studien gemacht und Sie sehen, schmerzfreie Personen, also zusammengezählt fast 600 Teilnehmer oder mehr, die machen es am Finger und sagen jetzt so zwischen 1 bis 2 tut es weh am Finger und so 5 bis 6 tut es weh am Ohr. Und wenn man das jetzt macht mit Patienten, die an einer chronischen Schmerzstörung leiden, dann sehen Sie hier schon, denen tut es am Finger schon fast doppelt so weh wie den Gesunden und am Ohr tut es ihnen auch deutlich mehr weh als den Schmerzfreien. Das heißt, das ist ein Maß und so kann man zeigen, dass chronische Schmerzen mit der Zeit zur Überempfindlichkeit führen. Und zwar auch an Körperstellen, die nicht unbedingt vom Schmerz betroffen sind. Das ist eine andere Studie, die auch mit Druck funktioniert, und zwar bei Patienten mit Kniearthrose. Lars Arndt Nielsen ist ein Däne, den wir beide gut kennen und auch mit ihm schon zusammengearbeitet haben. Er drückt hier auf das schmerzhafte Knie und kann messen, bei wie viel Kilo Druck es dem Patienten wehtut. Und dann sehen Sie hier die Gesunden. Da ist alles blau, das heißt, hier kann er mit 5 Kilo drücken und es tut dem Patienten erst bei 5 Kilogramm weh. Wenn Sie eine leichte Arthrose haben, dann wird es hier schon ein bisschen hellblau-türkis, oder? Das heißt, hier hat es denen schon bei 4 Kilo weh getan. Und Patienten mit einer ganz schweren Arthrose, wie hier, da
da ist alles rot, bei denen tut es schon bei 2,5 Kilo weh. Gleicher Schmerz, aber halbes Gewicht. Ein anderes Experiment war dieses, da hat er eine starke Kochsalzlösung genommen und diese Kochsalzlösung hier unten in den Schienbeinmuskel gespritzt. Immer die gleich starke Lösung, immer die gleiche Menge davon, immer der gleiche Muskel und dann einfach die Patienten zeichnen lassen, wo tut es denn jetzt weh. Den schmerzfreien Patienten, Probanden, tut es hier weh und hier. Patienten mit Arthrose tut es am gleichen Ort weh, aber größer. Patienten mit Fibromyalgie, denen tut es plötzlich auch da oben weh. Und Patienten mit einem langen chronischen Schleudertrauma, denen tut das ganze Bein weh. Obwohl es die gleiche Menge und die gleiche Stärke von der gleichen Lösung war. Das heißt, kann zu komplett unterschiedlichen Schmerzwahrnehmungsbildern führen. Und das sind Zeichen, Ausprägungen einer aus unserer Sicht zentralen Sensibilisierung. Und weil das noch nicht kompliziert genug ist, machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich auch körpereigene Schmerzhemmsysteme. Es ist nicht nur, dass der Schmerz von außen kommt, geleitet wird und ins Hirn geht. Nein, wir haben im Gehirn sogar ziemlich potente Nervenzellen, die dann wieder runtergehen und hier diese Übertragungsstelle hemmen. Es gibt Nervenzellen, die hier körpereigene Endorphine, also morphiumähnliche Substanzen hier hinbringen oder Noradrenalin beispielsweise und hier an dieser Stelle das übertragen. Und eine Hypothese bei chronischen Schmerzpatienten ist auch, kann es sein, dass hier diese körpereigenen Schmerzhemmmechanismen nicht mehr gut funktionieren. Auch dafür gibt es experimentelle Hinweise. Die Frage ist nun einfach, ist es vorbestehend? Haben diese Mechanismen nie so gut funktioniert und die Patienten deshalb chronische Schmerzen gekriegt? Oder haben die Patienten chronische Schmerzen gekriegt und die hemmenden Mechanismen haben sich mit der Zeit erschöpft? Das ist so wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Das können wir bis heute eigentlich nicht beantworten. Zusammengefasst ergibt sich sozusagen nun ein sensibles Gleichgewicht. Sie können sich das vorstellen wie eine Waage mit zwei Schalen. Auf der einen Seite haben Sie die schmerzfördernden Faktoren. Wir wissen, eben der Gewebeschaden, das Ausmaß der Verletzung an sich spielt eine große Rolle. Dann die Sensibilisierungsprozesse, dann Stress kann ein Schmerzverstärker sein, depressive Stimmung, Katastrophisierung, das sind alles Dinge, die Schmerzen befördern oder befeuern. Und es gibt schmerzhemmende Faktoren wie die Wundheilung, Entspannung, Optimismus, Hoffnung, eine sinnvolle Arbeit und Beruf. Und wann immer die eine Waagschale überwiegt, jetzt in dieser Situation die Schmerzfördernden überwiegen, dann gerät dieses Gleichgewicht außer Kontrolle. Und das kann sozusagen die Schmerzen dann chronisch werden lassen. Ein anderes, aber ähnliches Konzept. Hier geht es darum, wie Teufelskreise entstehen. Ich habe mir diese Folien abgekupfert von Dr. André Liutow. Er ist leitender Arzt im Schmerzzentrum in Nottwil. Ich hoffe, er hat nichts dagegen, dass ich seine Folien benutze, aber ich finde sie so gut, dass ich Ihnen das hier zeigen möchte. Es startet mit dem gleichen Problem, die Verletzung und der Schmerz, wie wir das bereits kennen. Die Schmerzen führen zwangsläufig zur Schonhaltung, zur Verspannung der Muskulatur. Wenn Sie sich schonen und verspannen, dann sind Sie weniger aktiv. Wenn Sie weniger aktiv sind, dann ziehen Sie sich zurück. Die Muskeln, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, bauen sich ab. Und das wiederum verstärkt die Schonhaltung und die Verspannung. Das ist ein erster Teufelskreis, der sozusagen auf muskulärer Ebene abläuft. Dann kommt ein zweiter Teufelskreis hinzu. Der Schmerz führt immer auch über unsere eigenen Ansichten und Überzeugungen zu Ängsten, zu Sorgen, zu Befürchtungen. Die Vermeidung, die daraus resultiert, verstärkt wiederum die Schonhaltung, das verstärkt den Schmerz und wir sind hier in einem Teufelskreis, der gleichzeitig aber auch den ersten Teufelskreis verstärkt.
In der dritten Stufe kommt es dann vielleicht sogar zu einer depressiven Entwicklung, wenn sie sich zurückziehen aus ihrem Alltag, aus ihrer Freizeit, sie gehen nicht mehr wandern, sie unternehmen nichts mehr mit Familie und Freunden, dann merken sie, sie werden hilflos, sie werden depressiv, sie beginnen sich plötzlich nur noch auf ihre Schmerzen zu konzentrieren, was wiederum die Schmerzen verstärkt und nun beide Teufelskreise weiter befeuert. Irgendeinmal werden sie vielleicht auch verärgert und frustriert. Auch Ärger und Frustration führen mit der Zeit hier in den Depressionskreislauf rein. Irgendwann, ganz, ganz wichtig, kommen wir Ärzte ins Spiel. Ich persönlich glaube, wir Ärzte haben eine sehr große Rolle in der Entstehung, Aufrechterhaltung, aber hoffentlich auch in der Heilung chronischer Schmerzen, weil wir beeinflussen mit unseren Erklärungen die Ansichten und die Überzeugungen unserer Patienten. Wir können ihre Angst versuchen zu mildern. Es kann aber auch sein, dass unsere Behandlungen, wenn sie erfolglos sind, vielleicht den Ärger und den Frust verstärken und damit eigentlich das Ganze noch einmal schlimmer machen. Also unsere Rolle hier ist sehr ambivalent und wir müssen aufpassen, dass wir da nichts Falsches machen. Schlussendlich spielt die Familie eine wichtige Rolle, auch ihre Familienangehörigen können Einfluss darauf nehmen, wie sie gegenüber ihren Schmerzen eingestellt sind und wie sie mit der Depression umgehen. Und letztendlich Beruf, finanzielle Situation, wenn sie nicht mehr arbeitsfähig sind, dann können sie die Familie nicht mehr gut versorgen, sie sind wieder mehr verärgert. Also Sie sehen, wie sehr viele Faktoren schlussendlich diesen Teufelskreis extrem komplex werden lassen. Und eine Schmerztherapie muss daher immer auf allen möglichen Stufen angreifen. Es gibt nicht die eine Pille, die ihre Schmerzen wegnimmt. Das können Sie, wenn Sie einmal Migräne haben, können Sie ein Aspirin nehmen. Aber für die chronischen Schmerzen müssen wir an der Läsion in der Peripherie versuchen, was zu tun. Wir müssen versuchen, den Input, den schmerzhaften Input hierhin zu verringern. Wir müssen versuchen, die Sensibilisierungsprozesse zu bekämpfen. Wir müssen natürlich auch da oben im Gehirn versuchen, unser Verhalten, die Gedanken und die Gefühle zu beeinflussen und die auch positiver werden zu lassen und wenn möglich auch vielleicht versuchen, die körpereigene Schmerzhemmung, die da wieder runtergeht, wenn irgend möglich zu unterstützen. Und das bedeutet, wir sehen den chronischen Schmerz vor dem sogenannten biopsychosozialen Modell. Es gibt die biologischen Faktoren, welche den Schmerz unterstützen. Dazu gehört eben die Verletzung, die Muskeln, die Nervenübertragungsprozesse. Es gibt die psychologischen Faktoren, unsere Gedanken und Gefühle und die sozialen Komponenten. Und alle zusammen überlappen sich dort, wo der Schmerz dann entsteht. Und das heißt, eine erfolgreiche Schmerztherapie muss auf verschiedenen Säulen fußen. Medikamente ist sicher eine solche Säule. Medikamente können Ihnen vielleicht 20-30% Schmerzlinderung verschaffen. Wir können interventionell tätig werden, das heißt, wir können spritzen, wir können infiltrieren, wir können gewisse Nerven veröden, wenn wir der Überzeugung sind, dass Ihre Schmerzen über diese Nerven geleitet werden. Wir können Physio- und Ergotherapie versuchen, es braucht eine gute Psychotherapie und dann komplementäre Ansätze. Hiermit meine ich Sachen wie Entspannungstechniken, Meditation, machen Sie Yoga, Pilates, Tai Chi oder solche Dinge. Und aus jeder einzelnen Säule gibt es einen kleinen Nutzen gegen Ihren Schmerzen und in der Summe werden wir dann eine erfolgreiche Schmerztherapie hoffentlich hinbekommen. Das heißt also, das Rüstzeug des Schmerztherapeuten ist sehr vielfältig. Sie haben jetzt gesehen, es sind nicht nur Tabletten, es sind Spritzen, es sind zum Teil auch Operationen, Interventionen und eben auch körperliche Aktivität. Ich möchte an dieser Stelle mit diesem Satz aufhören und Dr. Maurer nun das Wort übergeben und er wird zu Ihnen jetzt ein wenig über das Rüstzeug des Schmerztherapeuten sprechen. Gut, also hört man mich? Ja. Also,
Mein Name ist Konrad Maurer. Ich bin seit 21 Jahren war ich da am Universitätsspital tätig und seit 2 Monaten nicht mehr. Ich habe lange Jahre das Schmerzambulatorium geleitet und habe das jetzt meinem Mitarbeiter übergeben können und habe im Moment auch die Funktion inne des Präsidenten der Schweizerischen Schmerzgesellschaft, die wir umbenannt haben letztes Jahr in die Swiss Pain Society. Das mag vielleicht etwas komisch anmuten zu Beginn, warum ein englischer Name? Wir hatten Namen in 4 Sprachen, das Logo hat nicht mehr gepasst und die Leute haben nicht gewusst, welche Gesellschaft das jetzt ist mit den Abkürzungen. Jetzt haben wir uns geeinigt auf einen Namen, der jetzt Trend der Zeit eben auch Englisch ist. Gut, das Rüstzeug des Schmerztherapeuten. Ich möchte Ihnen zu Beginn die Geschichte eines Herrn, eines Patienten von mir erzählen, den ich seit langen Jahren kenne. Er kam das erste Mal, ich denke es war vor 7 oder 8 Jahren. Die Geschichte, die er mitgebracht hat, war eine Halswirbelsäulenverletzung, die er durch einen Fahrradunfall erlitten hatte, und zwar Anfang der 90er Jahre, also 20 Jahre bevor ich ihn das erste Mal in der Sprechstunde gesehen hatte. Diese Halswirbelverletzung, die wurde operativ versorgt. Wir sehen hier, das sind, wenn das dann geht hier, dann sehe ich da vielleicht, okay, muss ich halt anschalten, dann geht es besser. Ja, hier sehen Sie, es ist eine Metallplatte. Zu Beginn, in der ersten Operation wurde effektiv auch von der Rückseite her wurde das verschraubt. Diese Platte konnte man dann entfernen und diese Platte nicht. Also das ist essentiell für ihn, aber er hat seit da chronisch Schmerzen in dem Bereich. Zusätzlich, durch den Unfall kam es zu einer Kopfverletzung, die Vernarbungen an den Hirnhäuten verursacht haben. Er hat seit da auch, leidet er an Epilepsie, wird behandelt mit Medikamenten. Das, was mich am meisten beeindruckt hat am Anfang der Geschichte, war, dass er arbeitstätig war über die Jahre. Er hat einen guten Arbeitgeber, er hat als Handwerker gearbeitet, der Arbeitgeber hat mitgezogen und hat ihn mitgenommen und entsprechend dem, was er machen konnte, arbeiten lassen. Als er gekommen ist, war, glaube ich, sein Arbeitspensum praktisch 80%. Er hat nebenbei, und das war das, was ihn eigentlich am meisten gestört hat, sein großes Hobby, also der ganzen Familie, das Hobby der Familie waren Pferde oder sind Pferde, hat eigene Pferde gehabt, hat dann an Wettkämpfen teilgenommen, im Voltigieren, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich muss das nachschauen, das ist etwas Grauenhaftes, wenn man auf dem Rücken des Pferdes Turnübungen macht und das Ganze in voller Geschwindigkeit, kennen Sie wahrscheinlich. Sein Sohn ist übrigens immer noch aktiv und ich konnte das auch nicht glauben, das ist nachher, also nur eine Klammerbemerkung, der wurde 24 Mal Schweizer Meister, 10 Mal Europameister und so weiter. Also das war wirklich eine Pferdefamilie halt, konnte er nicht mehr machen. Als ich ihn gesehen habe, haben wir das gemacht, was wir immer machen, wir haben den ganzen Patienten natürlich angeschaut, wir haben ihn untersucht. Wir haben gefragt, wie die Schmerzen sind, wie groß sind denn die Schmerzen, wo sind die Schmerzen? Und da sehen Sie, das war ungefähr so die Ausbreitung. Die Verletzung ist zwar da, aber die Problematik ist effektiv im ganzen Hals-Nackenbereich mit einer Stärke auf der Skala von 0 bis 10 zwischen 7 und 8 konstant, also starke Schmerzen. Die Schmerzen haben sich verstärkt durch Kälte, durch Bewegung, und dazu kamen eben durch seine Epilepsie, obwohl die behandelt war, regelmäßige Absenzen. Das heißt, Absenzen sind epileptische Anfälle, die nicht klassischerweise in Krämpfen münden, sondern eben in, quasi der Patient ist abwesend für ein paar Sekunden, einfach nicht mehr ansprechbar. Ist zwar da, aber reagiert in dem Sinne nicht mehr. Darum heißt es Absenzen und das dann wieder vorbeigeht. Diese Absenzen wurden auch durch diese starken Schmerzen ausgelöst. Da sehen Sie, ich habe dann
was wir dann machen, wir schauen mal die ganze Geschichte an. Das müssen Sie nicht alles lesen. Das ist eine Liste, ein Teil der Liste, die von da oben bis irgendwo da unten ging, über die 20 Jahre. Ich habe 84 interventionelle Maßnahmen gezählt. Allerdings gab es eine Lücke von etwa 4 Jahren, die nicht dokumentiert war, wo es auch zusätzliche Interventionen gegeben hat. Und man ist einfach nicht vom Fleck gekommen. Er ist in vielen Institutionen gewesen, auch in Schmerzinstitutionen. Und irgendwie ist man nicht weitergekommen und so ist er dann bei uns gelandet. Was häufig ist, ist häufig. So fangen wir eigentlich an, wenn wir ganz pragmatisch einen Patienten sehen, mal einfach, egal was passiert, mal schauen, was wir eigentlich haben. Etwas häufig, vom häufigsten ist, bei solchen Röntgenbildern, wo wir sehen, da wurden Gelenke versteift. Das heißt, der Bewegungsumfang dieser Gelenke wurde aufgehoben. Und wenn Sie sich vorstellen, die ganze Wirbelsäule hat unzählige solche Gelenke, die uns erlauben, die Wirbelsäule zu bewegen. Und jedes dieser Zwischenwirbelgelenke übernimmt einen kleinen Teil der Bewegung. Und wenn wir jetzt paar von diesen Etagen versteifen, die nicht mehr bewegen, heißt das, dass eigentlich die Gelenke darüber vor allem und die Gelenke darunter, das sind die sogenannten Anschlussgelenke, plötzlich einen größeren Bewegungsumfang übernehmen müssen in der Bewegung. Das heißt, die müssen plötzlich machen die größere Ausschläge in der Bewegung, als sie eigentlich vorgesehen wären. Das heißt, es geht kürzer oder länger, aber es passiert immer, dass diese Gelenke überlastet sind und das führt zu Arthrose in diesen Gelenken und das führt zu Schmerzen und Beschwerden. Das ist eine Grafik von der Ausbreitung der Schmerzen, je nachdem auf welcher Höhe von den Halswirbeln das Problem ausgeht. Das hat man gemessen, das sind klinische Studien an Probanden und Patienten, wo man gesehen hatte, dass die Schmerzausstrahlung, das tut natürlich nicht nur hier weh, sondern der Schmerz strahlt dann aus auf dem entsprechenden Level und kann dann hier empfunden werden in der Schulter. Und so kann man so ein bisschen für uns klinisch, wenn wir das genau untersuchen, einen Anhaltspunkt haben, auf welcher Etage denn das Problem eigentlich ist. Es kommt, wie Dr. Schliessbach schön gezeigt hat, zu Phänomenen der Sensibilisierung, und zwar sowohl in der Peripherie. Die Peripherie für uns ist jetzt hier das Gelenk, die Gelenkkapsel, das ist das periphere Organ, da wo der Schmerz entsteht, wie bei der Nierenkapsel. Und dann durch die konstante Befeuerung eine Sensibilisierung auf Höhe des zentralen Nervensystems, auf Höhe des Rückenmarks. Natürlich kommt eben, wie er auch schön gezeigt hat, mit diesen Teufelskreisen auch eine muskuläre Problematik sofort zum Zug, die das Ganze verstärkt und es kommt zu einer Veränderung des Verhaltens. Ich meine, die Frau hat mir erzählt, ja, er sei natürlich seit dem Unfall überhaupt nicht mehr, er ist nicht mehr gleich, oder? Es verändert. Die Person, wenn man ständig Schmerzen hat, da kann die aufgestellteste und optimistischste Person verändert sich im Verhalten. Gut, nun meine oder unsere Aufgabe als Schmerzmediziner ist die da, oder? Das bin ich. Und der Patient hat irgendetwas eingeklemmt, oder? Und wir wollen jetzt da helfen. Was ich da machen muss, ist, ich muss mal begreifen, also was ganz wichtig ist, oder in diesem Bild, in welcher Richtung drehen diese Räder? Also wenn ich jetzt den da rausholen will, darf das Rad nicht in die falsche Richtung drehen, sonst haben wir ein Problem. Das heißt, ich muss all diese Räder versuchen zu kennen, schauen, welches Rad macht was, wie hängt das zusammen. Ich muss die Mechanismen dahinter versuchen im Patienten zu sehen und zu diagnostizieren, um dann effektiv eben, ja, und das ist etwa mein Blick, den ich jeweils habe, oder wenn ich dann nicht mehr weiter weiß. Also das ist ganz wichtig. Am Anfang steht
eine Diagnose. Wir müssen wissen, woher kommt dieser Schmerzen. Woher kommt der Krebs? Das ist wichtig. Und dazu gehen wir jetzt zurück. Das ist jetzt quasi die Verbindung zwischen den Grundlagen, wie Dr. Schließbach schon gesagt hat, und der Klinik. Wir wollen wissen, was der Mechanismus ist, der diese Schmerzen auslöst. Und da kennen wir eben zum Beispiel den nozizeptiven Mechanismus. Das ist die Warnfunktion. Da sehen Sie in einer typischen Zahnarztpraxis in der Stadt Zürich eine Behandlung. Der Patient hat noch keine Schmerzen. Aber er ahnt schon etwas, oder seine Augen sind ein bisschen weiter aufgerissen. Er weiß zwar nicht genau, was passiert, aber da wird was passieren. Also irgendwo wird da ein Warnsignal losgehen, in ganz kurzer Zeit. Er sollte sich dagegen schützen. Ich hoffe, er hat es gemacht. Ich weiß nicht, das Folgebild habe ich nie gesehen. Also typisch nozizeptiver Schmerz. In meinem Patienten muss ich das suchen. Gibt es irgendwo eine nozizeptive Komponente? Zu einer nozizeptiven Komponente, das ist auch so eingeteilt, gehört zu nozizeptiv, gehört die Entzündung inflammatorisch. Das heißt, wenn jetzt der Schaden bereits eingetreten ist, das Gewebe verletzt ist, kommt es zu einer normalen Reaktion, nämlich zur Entzündung. Die Entzündungsreaktion ist dazu da, dass die Integrität unseres Körpers wiederhergestellt wird. Da gibt es ganz viele Botenstoffe im Gewebe, die dazu führen, dass da Zellen wieder zusammenwachsen und dass das Gewebe heilt. Die Heilung ist eine Entzündung. Nun, das Problem ist an der Entzündung, dass diese Botenstoffe, die diese Entzündung verursachen, um uns zu heilen, die sensibilisieren auch unsere Schmerzfasern. Das macht ja auch Sinn. Wenn Sie einen Arm gebrochen haben, dann tut das weh. Und das tut so lange weh, bis der Arm zusammengewachsen ist, damit man ihn ruhig hält. Wenn man den nicht ruhig hält, wenn das nicht schmerzen würde, dann würde der nie heilen. Das heißt, die Heilung selbst während der Heilungszeit ist es normal, dass man Schmerzen hat. Das muss so sein. Und das kommt daher, dass eben unsere Schmerzfasern aktiver sind. Sie sind sensibilisiert in der Peripherie und führen dazu, dass wir dem Körper die Ruhe und die Zeit geben zu heilen. Da gibt es einen zweiten Mechanismus, das ist der sogenannte neuropathische Mechanismus. Beim neuropathischen Mechanismus ist das Gewebe scheinbar intakt. Ist alles gut. Das ist ein Beispiel eines Patienten nach einer Lungenoperation, eine Tumoroperation an der Lunge. Wir sehen hier die Narbe. Heutzutage macht man das quasi knopflochmäßig, mit einer Kamera schaut man hier rein, das ist die zweite Narbe, da macht man einen kleinen Schnitt und holt dann den Tumor raus, das ist zwischen den Rippen, Sie haben da die Rippen, man muss die Rippen ein bisschen aufspreizen, damit man Platz hat. Jetzt ist aber blöderweise zwischen jeder Rippe ist ein Nerv, der heißt Interkostalnerv, der führt entlang der Rippe, bis nach vorne, bis in die Mitte, er geht nie über die Mitte hinaus. Auf jeder Stufe gibt es einen Nerv. Wenn Sie jetzt da operieren und das so eng ist, ist es unweigerlich, dass der Chirurge diesen Nerv berührt. Und er versucht ihn zu schonen, aber das geht häufig nicht. Und das ist nicht ein Problem des Chirurgen, sondern es ist ein Problem der Anatomie, dass das so ist. Wenn wir das sehen, der Patient kommt, das ist etwa 6 Monate nach der Operation, die sehr erfolgreich verlaufen ist, aber er kommt und hat Schmerzen, sagt ja, es tut immer weh, es tut in der Nacht weh, manchmal kommt es stärker, manchmal schwächer. Er verträgt die Kleider nicht. Der typische Patient, der sitzt auf dem Stuhl vor mir und hat also die Kleider auf dieser Seite so, dass sie nicht an den Körper rankommen. Also eine extreme Unverträglichkeit auf Berührung, die so weit führt, dass Kleider zum Teil nicht mehr vertragen werden. Da gehen bei uns natürlich schon alle Alarmlampen los. Jetzt, was wir da gemacht haben, was Sie da eingezeichnet haben, das ist ein simpler Test und das ist das, was wir dann machen, wenn wir Patienten untersuchen. Wir nehmen einen Zahnstocher und pieksen. Und Sie kennen das alle, wenn Sie sich pieksen mit einem Zahnstocher, dann tut das weh ein bisschen. Das ist normal. Das ist ein Schmerzreiz.
Jetzt, wenn wir den da pieksen, da unten, ist das einfach so, wie das uns alle dort weh machen würde. Wenn wir jetzt systematisch die ganze Brusthälfte hier abpieksen, dann sehen wir, dass es da innerhalb, was da schwarz markiert ist, das dem Patienten viel mehr weh tut. Der juckt zusammen, macht so, ui, das tut mehr weh als da unten. Und zwar auf dieser Fläche im Ausbreitungsgebiet dieser Nerven. Jetzt machen wir einen zweiten Test mit einem Pinsel. Also eigentlich ein Schmerz, der gar nicht schmerzhaft ist. Normal ein Pinsel ist doch ein angenehmes Gefühl. Wenn wir jetzt den Patienten noch abpinseln, sehen wir plötzlich, dass da innerhalb der schwarzen Fläche, können wir eine Fläche abgrenzen, wo der Patient sagt, das ist jetzt unangenehm da. Das heißt, ein nicht schmerzhafter Reiz führt da zu einer unangenehmen Empfindung, die sogar schmerzhaft sein könnte. Und das können wir abgrenzen. Wenn wir das haben, dann wissen wir, da liegt ein Problem vor des Nerven. Ein neuropathischer Schmerz, ein Nervenschmerz, weil der Nerv geschädigt wurde. Das heißt nicht, dass der muss nicht zerschnitten sein, der kann auch nur gequetscht sein, aber der hat sich verändert, die Nervenmembran hat sich verändert, so dass sie übererregbar ist, ähnlich einer Sensibilisierung, und die führt dann in der Peripherie erstens zu mehr Signal und dann kommen hinten dran immer bei neuropathischen Schmerzen auf Höhe des Rückenmarks und auf Höhe höherer zentraler Ebene, also nicht im Bewusstsein, im Hirnstamm, das, was Dr. Stiesbach schön gezeigt hat, zu einer Sensibilisierung, immer. Und das ist dann das, was man sieht. Der Patient kommt nicht und sagt, ich habe neuropathische Schmerzen, sondern das ist eine Diagnose, die wir machen, die wir suchen müssen. Und das ist eben ein relativ einfacher Test. Also das ist der zweite Mechanismus. Und dann gibt es noch einen dritten Mechanismus, der ist etwas komplexer. Den hat man eigentlich erst vor einem Jahr oder zwei definiert, dass es den geben muss. Und der heißt noziplastisch. Was ist denn das? Das muss man sich vorstellen, das ist, ohne dass wir einen nozizeptiven Stimulus, also einen schmerzhaften Reiz entdecken würden, ohne dass wir eine Nervenschädigung sehen und nachweisen können oder eine Entzündung, aber trotzdem haben die Leute Schmerzen. Muss man sich so vorstellen, Sie alle sitzen jetzt hier und hören uns zu, mehr oder weniger interessiert oder gelangweilt oder aufgeregt. Wenn Sie so sitzen, Sie sitzen nicht immer gleich. Unbewusst, mal auf die eine Seite, mal auf die andere, Sie bewegen sich ein bisschen, weil es beginnt zu zwicken, aber das merken Sie nicht unbedingt. Also der Körper passt sich an. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dieses Sitzen, ohne, und das ist kein schmerzhafter Stimulus, da sind wir uns einig, sonst würden Sie nicht alle so lange sitzen. So spannend ist jetzt auch nicht, oder? Aber so ein Stimulus, kann, wenn das schmerzt, und es gibt Leute, die sind in einem Zustand, das Nervensystem in einem Zustand, das eben einen solchen Reiz bereits als Schmerzen empfindet. Die können nicht sitzen. Der Grund dafür sind eben zentrale Sensibilisierungsphänomene, auf Höhe des Rückenmarks vor allem, die dazu führen. Die hat man jetzt, all diese Phänomene, dazu gehört auch die Fibromyalgie zum Beispiel, hat man jetzt einfach mal in diesen Topf geworfen, ohne genau zu wissen, was eigentlich, wo geht er denn los, dieses Schmerzsignal. Das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben, wollen wir wissen. Wissen wir da nicht, aber wir sehen eben diese Phänomene. Gut. Das ist meine Aufgabe. Dr. Haus, kennen Sie vielleicht? Jetzt müssen wir uns überlegen, jetzt haben Patienten, wir haben diese Mechanismen gesucht, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir denn da? Erstens ist sicher wichtig eine Anamnese. Wir müssen mal, der Patient muss uns mal erzählen, wie das denn so ist für ihn. Was tut denn weh? Was hat das für einen Einfluss auf sein Leben? Was alles, und das muss nicht direkt mit den Schmerzen zusammenhängen, sondern eben auch indirekt durch Schmerzen verursacht. Wie geht das? Das ist ganz wichtig, dass wir die Geschichte kennen von unseren Patienten. Wenn er einen Unfall gehabt hat, es nimmt uns Wunder, was genau passiert ist. Wie ist er denn von diesem Velo gefallen? Wurde er dann noch von einem Lastwagen überrollt oder ist er irgendwo die Böschung runter? Das ist wichtig, der Mechanismus bei einem Unfall zum Beispiel ist ganz wichtig. Das müssen wir alles erfragen und entsprechend im Hinterkopf halten bei diesen Patienten. Dann natürlich müssen wir untersuchen. Schauen, ja, also hat er denn hier diesen Nerv,
wenn man das Bein gestreckt hat, löst es Schmerzen aus, die atypisch sind, die nicht zu erwarten sind. Nicht nur, also bei mir würde das auch schon so wehtun, einfach weil ich untrainiert bin, oder? Aber bei den meisten Leuten kann man das viel weitermachen. Aber es gibt dann eben Gründe, andere Gründe, warum das schmerzhaft sein kann. Also untersuchen, wir müssen Patienten manuell untersuchen. Dann gibt es aber auch Tools, die wir haben, Möglichkeiten mit Fragebogen. Wir lassen Patienten Fragebogen ausfüllen. Das ist häufig, ich habe leider das Dia nicht mehr gefunden, ich habe mal eine E-Mail gekriegt von einem Patienten, der nicht gekommen ist, weil er zum Aufgebot hinzu einen Fragebogen oder zwei zugeschickt bekommen hat. Und das wollte er einfach nicht machen, weil er sein Leben lang so viele Fragebogen ausgefüllt hat bei Ärzten, dass er das einfach nicht mehr wollte. Aber ist eigentlich schade, weil es gibt schmerzspezifische Fragebogen, die uns, wenn man, und die sind in Studien untersucht worden, das heißt, je nachdem, was da für ein Resultat herauskommt, jetzt zum Beispiel bei dem Fragebogen, können wir quasi die Diagnose eines Schmerzmechanismus, die Wahrscheinlichkeit der Diagnose erhöhen. Ich habe vorhin gesagt, bei neuropathischen Schmerzen, Nervenschmerzen, man kann da einfach ein bisschen rumpieksen und so, das ist nicht immer so, weil es gibt auch Nervenverletzungen, die man auf der Haut nicht testen kann. Jedes Gewebe, jedes Organ wird durch Nerven versorgt, die können verletzt worden sein und neuropathische Schmerzen machen, die man nicht testen kann mit einem banalen Zahnstocher oder einem Pinsel. Das heißt, diese Fragebogen erlauben uns dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu sagen, ah doch, es gibt sehr wohl eine neuropathische Komponente bei diesen Schmerzen. Dann haben wir die Bildgebung. Das ist zum Beispiel die Computertomographie, respektive das ist ein Bild eines, einer Kombination, das sogenannte SPECT, ein PET, also Positionsemissionstomographie und CT. Das heißt, schön wäre es, oder? Wir machen ein Bild und da, wo es leuchtet, tut es weh. So einfach wäre das, oder? Es ist ganz selten, dass wir effektiv bei Patienten, die mit einem Problem kommen, das dann effektiv auch sehen. Das sind übrigens jetzt diese Zwischenwirbelgelenke, die da aufleuchten. Das heißt nichts anderes, da ist irgendein aktiver Vorgang, am ehesten eine aktive Entzündung, also Arthrose. Und dann mit unserer Untersuchung, der Anamnese, also das, was der Patient uns erzählt hat, was er uns vorgeturnt hat, respektive was wir mit ihm geturnt haben, alles zusammen ist ein Puzzleteil, das dann eben sagt, ja okay, das ist wahrscheinlich schon da. Es ist immer noch nicht, das heißt immer noch nicht, dass das, was da rot ist, effektiv auch wehtut. Das ist ganz wichtig. Es ist nur ein Hinweis, aber es ist nicht quasi der Beweis dafür. Was wir auch machen können, und das geht jetzt um Nervenverletzungen, wir brauchen das Ultraschallgerät. Immer mehr, es gibt immer bessere Ultraschallgeräte mit einer besseren Auflösung, wo wir da zum Beispiel Nerven, das ist da ein Nerv, anschauen können und dann sehen wir, das ist der Durchmesser des Nerv, der kommt da und irgendwo da ist irgendein Problem und da hinten geht es wieder weiter. Oder also da ist irgendwie nicht normal. Zum Beispiel beim Karpaltunnelsyndrom. Eine Verengung durch irgendeine Sehne oder so, da unten kommt es zur Verengung, eine Vernarbung vielleicht, die dazu führt, dass eben dort das Problem ist. Und dort geht das Schmerzsignal los. Also, das sind Sachen, die wir machen, wenn sie nicht gemacht sind, Patient zu uns, und machen wir das selbst. Also, wir wollen wissen, da sehen Sie übrigens so wieder so eine Nervenzelle, es ist, der Dr. Riesbach hat viel schönere gezeichnet als ich. Das ist das Ende, viel banaler bei mir, das ist das Ende, das ist da quasi in der Haut, sagen wir mal, und das da unten ist beim Rückenmark, das geht dann da weiter. Also an der Nervenendigung, an der Spitze sozusagen, gibt es, ist da, wo das elektrisches Signal generiert wird. Da entsteht es. Das ist ein komplexer Vorgang, da möchte ich nicht näher drauf eingehen, aber man kann zum Beispiel mit einer lokalen Infiltration mal schauen, wenn wir wissen wollen, ja auf welcher Höhe des Nerven, der zum Beispiel vom Fuß eben bis ins Rückenmark gehen kann und der Patient hat Schmerzen im Fuß, heißt ja noch lange nicht, dass das Signal im Fuß entsteht. Weil der Nerv, das ist eine Zelle, wenn da ein Signal hier umgeleitet wird ins Rückenmark, dann geht es einfach weiter und irgendwann kommt es oben an und da ist programmiert, wenn dieser Nerv da
der in den kleinen C geht, ein Signal sendet, dann ist es der C. Ist ja klar. So sind wir quasi wie eine Karte haben wir im Hirn, die sagt, wenn das da, wenn dieser Nerv wird, aber wenn das Signal hier losgeht, kurz vor dem Rückenmark, zum Beispiel an der Wurzel des Nerven und übergeleitet wird, kommt genauso gleich der Schmerz im Fuß oder im Zeh, unabhängig davon, dass das Schmerzsignal gar nicht dort entsteht. Das ist das sogenannte Phantomphänomen. Kennen Sie vielleicht, haben Sie auch schon gehört, bei Amputationen ein Problem, der Fuß tut weh, obwohl er nicht mehr da ist. Das ist nicht ein eingebildeter Schmerz, sondern das Signal geht einfach am Nerv, der Nerv lebt ja noch, der wurde hier durchtrennt, aber das Signal geht hier oben los und wir sind programmiert, dass wenn die Faser feuert, wenn da ein Signal kommt, ist es der Fuß. Das sind reelle Schmerzen, aber einfach nicht mehr dort, entstehen nicht mehr dort, wo sie normalerweise entstehen sollen. Das wollen wir wissen, wo geht das Signal los. Das heißt, hier können wir mal ganz banal mit der Zahnarzt Spritze machen, lokal da, was eigentlich wehtut und schauen, geht es weg. Ja? Wenn es weggeht, wissen wir, okay, es ist wirklich ein Problem ganz an der Spitze dieses Nerven. Wir können aber auch entlang des Nerven, ich habe vorhin das Bild gezeigt, dieses Nerven im Ultraschall, sogenannten Nervenblock machen, das wird ausgenutzt in der Anästhesie, wir sind ja beides auch Anästhesisten, wir haben früher viel Narkosen gemacht, Teilnarkosen, Nervenblockaden, für eine Schulteroperation braucht es keine Vollnarkose, man muss nur die richtigen Nerven da oben blockieren, dann wird die Schulter taub. Oder eine Knieoperation kann man in Teilnarkose machen. Das ist einfach nichts anderes, dass man hier die Überleitung des Signals, das da unten entsteht, unterbricht. Können wir auch machen. Das ist dann quasi die nächste Stufe, die wir testen. Und dann können wir auch testen, quasi am Übergang vom ersten Nerv zum zweiten, können wir auch blockieren, auch mit Lokalanästhesie. Es gibt andere Methoden, die wir dazu brauchen, dort das Schmerzsignal zu modulieren oder zu unterbinden. Das ist ganz wichtig, wir wollen wissen, wo es herkommt. Das ist nur ein Beispiel, zum Beispiel von einer Arthrose im Hüftgelenk, indem dass man einfach ins Gelenk mal spritzt. Das macht jeder Chirurge, jeder Orthopäde, bevor er operiert, macht er diesen Test, oder? Er spritzt mal und dann spritzt er ein bisschen Cortison, weil dann hat man wirklich ein großes Zeitfenster von Wirkung, die dann verloren geht. Aber das ist eigentlich dann der Beweis für den Chirurgen, das Gelenk sieht nicht nur so aus, wie es Arthrose hätte, sondern diese Arthrose ist auch relevant und tut weh. Das heißt, irgendwann braucht er einfach ein künstliches Hüftgelenk. Was wir machen können, zum Beispiel bei Rücken, Schmerzen, Arthrose des Zwischenwirbelgelenks. Wir können da zum Beispiel diese Nervlein, die in die Gelenkskapsel hineingehen, wir können die blockieren, wir wissen genau, wo die ist. Und das machen wir so unter Röntgenkontrolle, spritzen wir da ganz kleine Mengen von Lokalanästhesie, ganz klein, wenig, 0,3 Milliliter zum Beispiel, und betäuben den Nerven, der ins Gelenk geht. Und dann schauen wir, während der Zeit, wo das Medikament wirkt, während der zu erwartenden Medikamentenwirkdauer, was passiert mit den Schmerzen? Gehen sie weg, gehen sie nicht weg? Das wollen wir wissen. Das Gleiche können wir eben, habe ich gesagt, am Nerven machen. Das ist auch wieder so ein Nerv an der Hand. Und den können wir mit dem Ultraschall gut sehen und da ein bisschen Lokalanästhesie rundherum spritzen und dann schauen, was passiert während der Zeit, wo das Medikament wirkt. Das Gleiche können wir machen hier, das ist eine Darstellung der Nervenwurzel, die aus dem Rückenmark hier kommt, eine große Nervenwurzel, die Fünferwurzel. Das Schwarze ist Kontrastmittel, spritzen wir, um sicher zu sein, dass sich das Medikament auch richtig verteilt um den Nerven. Weil sonst, wenn wir nur spritzen und nicht wissen, was hingeht, dann ist der ganze Test hinfällig, wissen wir ja nicht, was wir gemacht haben. So. Also das sind Etagendiagnostik, nennen wir das. Auf welcher Ebene können wir das Schmerzsignal unterbrechen?
Das haben wir gesagt, also das ist auch bei der Arthrose eben typischerweise, ist eine Entzündung, es ist eine Gewebeschädigung vorhanden, es kommt zu diesen Sensibilisierungsphänomenen, die dazu führen, dass die Schmerzen verstärkt wahrgenommen werden. Das ist eine Verengung hier, wo ein Nerv durchgeht, der in die Hand geht, da vorne wäre die Hand, das ist der Oberarm, das ist der Unterarm, da ist es eng, der Nerv ist hier gereizt und entsprechend führt das zu Schmerzen, nicht nur hier lokal, sondern im ganzen Ausbreitungsgebiet des Nerven. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher Schmerzzustand. Eine Patientin, die wir auch gesehen haben, die hatte 3 Jahre zuvor einen Unfall mit dem Fahrrad, auch wieder, so fahren Sie nicht Fahrrad. Und dann hat man den Unterarm operativ versorgt, eine Platte reingemacht, da oben eine Platte gemacht. Und die hatte postoperativ immer Schmerzen und man hat Röntgenbilder gemacht, all das und alles immer gut. Und die Patientin hat ihren Job verloren, die konnte nicht mehr arbeiten gehen und es war wirklich ein medizinisch tragischer Fall in dem Sinn. Also man hat ihr einfach nicht geglaubt letztendlich. Die hatte auch eine psychiatrische Diagnose. Bis sie dann bei uns gelandet ist und wir das einfach nochmal, wie wir das eben machen, nochmal angeschaut haben. Da haben wir im Ultraschall gesehen, ich habe leider das Bild nicht mehr gefunden, das ist dieser Nerv, von dem ich vorhin gesprochen habe, Nervus ulnaris, das sehen wir da angeschlingt mit dem Gummi, der geht da durch und da unten auch wieder. Und im Ultraschall hat man gesehen, das konnte man ihn verfolgen und da war irgendwas komisch und dann ging es da weiter. Dann haben wir das dem Chirurgen gezeigt, gesagt, ja, müssen aufmachen, schauen und tatsächlich war es so, dass der Nerv in oder unter diese Platte verschraubt wurde. Und das tut weh. Und das, ja, und man hat das dann natürlich operativ weggenommen, aber der Nerv war leider schon so weit fortgeschritten, geschädigt, dass sich das Ganze nicht vollständig erholt. Es hat sich erholt. Die Frau arbeitet wieder, alles wieder gut, aber sie wird ein Leben lang wird sie Schmerzprobleme haben, respektive ein Taubheitsgefühl haben, gewisse Funktionen der Hand nicht mehr machen können, aber immerhin das Hauptproblem konnte signifikant reduziert werden. Also die Diagnose ist wichtig. Wir müssen wissen, wo kommt es her. Es gibt noch eine Art, wie das Schmerzsignal entstehen kann. Das ist eben bei einer Nervenverletzung, wo ein Nerv durchtrennt wird. Ich habe vorhin gesagt, zum Beispiel Phantomschmerzen. Das ist so ein schematisches Beispiel eines Nerven, der durchtrennt ist. Batterie geht nicht mehr. Der durchtrennt ist. Was dann passiert ist, dass er auf der Nervenmembran, also auf der neuronalen Membran, ist zu eine Veränderung kommt der Ionenkanäle, das heißt die Erregbarkeit dieser Membran verändert sich, sie wird erregbar und beginnt spontan Signale zu senden. Das nennen wir dann ektope Aktivität. Einfach von selbst. Sie kennen das natürlich alle, was Epilepsie ist. Epilepsie ist etwas Ähnliches, sind neuronale Membranen, die plötzlich aktiv werden, wie ein Gewitter. Dasselbe kann passieren eben an peripheren Nerven. Das heißt, mit dem Ultraschall können wir eben auch solche Sachen darstellen, also Neurome, so Nervenwucherungen, Veränderungen sehen wir dann und können im Prinzip die Verdachtsdiagnose respektive die Diagnose zusammen mit der Anamnese und der Untersuchung stellen. Das ist so ein Beispiel eines Patienten, der den Oberschenkel amputiert hatte und das war schon Jahre vorher, also das ist eine alte Verletzung. Hat auch schön geheilt, überhaupt kein Problem und trotzdem hat er immer Schmerzen und das ist ein großer Nerv, der Ischiasnerv, der da durchgeht, hinten am Bein. Man hat dann im Ultraschall gesehen, da gibt es am Ende, das ist der normale Durchmesser dieses Nervs, ein recht großer Nerv, das ist der Durchmesser. Aber da gegen Ende gibt es also eine birnenförmige Auftreibung, ein Neuron. Das kommt immer, wenn man einen Nerv durchtrennt, der Nerv lebt ja noch, weil wir haben gesehen, der Zellkern, also das Hirn des Nerven, da wo das, was lebt, ist ja in der Nähe des Rückenmarks und nicht irgendwo in der Peripherie. Der lebt weiter
Wenn der verschnitten wird, dann beginnen durch diese Entzündungsreaktion, wie ich gesagt habe, will der Nerv auch wieder zurückwachsen, dort wo er hingehört. Also der beginnt zu wachsen und kann dann natürlich hier nicht mehr weiter, das geht nicht mehr, das wurde abgetrennt. Und dann kommt es so wie zu blumenkohlartigen, einfach so Verklüngelungen, ein Neurom eben. Und diese Neurome sind eben zum Teil dann auch mechanisch, kann man durch Druck und durch Klopfen kann man Schmerzen auslösen, was man normalerweise nicht kann beim Nerven. Sie können sich alle da, beim Surebeinli, wo ein Knochen drunter ist, braucht es zwar nicht so viel, aber normalerweise tut das nichts auslösen. Oder? Das macht es aber bei diesen Neuromen und entsprechend hat der Patient Schmerzen. Man hat dann, was man dann gemacht hat, man hat das Neurom entfernt. Das Problem nur ist, dass man dann den Nerven wieder schneidet. Und er wächst wieder zurück. Also Patienten typischerweise, die haben dann für ein paar Monate Ruhe, wirklich, die Schmerzen sind dann weg. Es gibt dann Techniken der Chirurgen, wo man sagt, ja gut, dass die Nervenendigung, die lassen wir nicht einfach so frei liegen. Man kann sie zum Beispiel, man kann ein Loch in den Knochen machen und dann das Nervenendigung in dieses Loch reintun, weil dort ist das Milieu anders als einfach im Gewebe und dort wachsen weniger Neurone. Das ist so die Idee. Funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Gut, also es sind für uns ist das eine Riesenherausforderung. Diese Art von Schmerzen, Phantomschmerzen, neuropathische Schmerzen sind zum Teil ganz, ganz schwierig zu behandeln und entsprechend ein großer Challenge für uns. Das heißt, am Anfang steht die Diagnose und dann kommen wir und sagen, ja, jetzt müssen wir vielleicht mit Interventionen, Nervenverödungen, wir haben es angesprochen und so weiter, können wir jetzt was machen, können mit Medikamenten ergänzen, aber dazu gehört, und das ist ein Dia, das hat mir der Professor von Kennel, das ist der Chefarzt hier der Psychosomatik, der Abteilung für Psychiatrie und Psychosomatik, zur Verfügung gestellt, gehört eben dazu, ähnlich diesem Säulenmodell von Dr. Schliessbach, eben alles andere auch zum Puzzle. Muss man auch berücksichtigen, psychologische Begleitung, Entspannungstherapien, Schmerzgruppen. Manchmal hilft, also häufig hilft das schon, wenn wir Leute in Gruppen schicken, wo Leute ähnliche Sachen haben, dass die miteinander beginnen zu kommunizieren und dann merken, also das ist schon eine große Hilfe häufig, dass man den Patienten erklärt, warum und was es ist, also ein Patient quasi erzieht. Und dann vielleicht eben auch zum Teil Schmerzprobleme sagt, ja, die können wir nicht lösen, aber wie gehen wir jetzt damit um? Was gibt es für Strategien? Wie kann man mit dem Schmerz umgehen? Indem, dass man eben zum Beispiel den Schmerz nicht mehr zentral im Leben hat. Er ist zwar immer da, aber man hat ihn akzeptiert. Und dann, wenn man das mal gemacht, wenn man das geschafft hat, dass man dann sagt, okay, der gehört jetzt einfach zum Leben, aber mein Leben ist was anderes. Und den nehme ich jetzt einfach mit. Das klingt sehr einfach, oder? Aber ist natürlich enorm schwierig. Aber das ist die Idee, die dann, das sind dann nicht mehr wir, sondern dafür gibt es dann eben andere Spezialisten mit entsprechenden Strategien, die man lernen kann, die einem dann weiterhelfen können. Und natürlich die aktive Physiotherapie, es ist ziemlich banal, aber jedes Gelenk, das wir im Körper haben, das muss mindestens einmal pro Tag bewegt werden. Sonst braucht es ja ein Gelenk nicht, wenn man das nicht bewegt. Jedes Gelenk, wenn man das 3 Wochen nicht bewegt, tut weh. Oder? Also Gelenke müssen bewegt werden, auch wenn man Schmerzen hat am Rücken. Das ist ganz wichtig, auch wieder einfach gesagt, oder? Wenn man selber. Aber das ist wichtig. Medikamentös, ich habe auch so ein Säulendiagramm, wir haben vorhin die Mechanismen der Schmerzentstehung erwähnt, nozizeptiv, inflammatorisch, und für all diese Mechanismen gibt es gewisse Medikamentengruppen, die wir einsetzen können. Also wir können eine Antinozizeption, es gibt Medikamente, die sind vor allem antinozizeptiv, es gibt Medikamente, die sind vor allem antiinflammatorisch oder antineuropathisch. All diese Mechanismen, die wir vorhin gesehen haben und die wir Patienten diagnostizieren, und häufig sind mehrere Mechanismen gleichzeitig vorhanden, die muss man mit entsprechenden Medikamentengruppen ausbalanciert therapieren. Das ist unsere medikamentöse Therapie.
die begleitet zu anderen Maßnahmen eben ein Teil des Puzzles sind. Das ist auch wieder etwas Wissenschaftliches. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das bringen soll, aber es ist eben auch wichtig, der Dr. Schlissbach ist eigentlich der Spezialist da drin, dass wir die Funktion unserer Schmerzfasern testen können. Ich habe Ihnen erzählt von diesem Zahnstochertest und mit dem Pinsel. Man kann das eben auch wissenschaftlich machen. Das ist so ein wissenschaftlicher Zahnstocher, oder? Das ist so ein Metallrohr mit einem Gewicht drin und von denen haben wir ganz viele und die drücken wir dann dem Patienten, das Gewicht drückt diesen Metallstift auf die Haut mit einer definierten Kraft und das können wir dann messen, wir können dann bestimmen, wann zum Beispiel ab wie viel Gewicht entsteht überhaupt ein Schmerzreiz. Und da haben wir natürlich ganz viele Zahlen von normalen Patienten, also die kein Schmerzproblem haben und können dann vergleichen, ist jetzt eben das erhöht, ist die Schwelle, ab wann, dass es wehtut, ist die tiefer oder ist die höher und so weiter. Und da gibt es eine ganze Palette von Tests, die wir machen können. Wir können auch ein sehr aussagekräftiger Test ist die Temperaturschwelle. Ab wann spürt man überhaupt, dass es warm ist? Ab wann spürt man, dass es kalt ist? Ab wann tut es weh? Also das sind Sachen, die wir in unserem Armarium haben, um die Diagnose stellen zu können. Erspare ich jetzt Ihnen, das tut mir leid, das ist da reingerutscht, das ist etwas kompliziert. Wir gehen zurück zur Geschichte. Wir haben bei diesen Patienten untersucht, wir haben eine Verdachtsdiagnose gestellt, Anschlusssegmente, und jetzt machen wir diese Blockade, habe ich Ihnen ein Bild gezeigt, an der Wirbelsäule, wo wir ganz gezielt diese Nerven blockieren. Und das machen wir zweimal mit verschieden lang wirksamen lokalen Anästhetika, also lokalen Betäubungsmitteln. Sie sehen da auf dieser Linie, das ist die Zeit in Stunden. Ne? Da hier, die Schmerzintensität vor der Spritze von 0 bis 100 hier, oder von 0 bis 10, je nach Skala. Und dann hat man hier gespritzt und dann sieht man, dass die Schmerzen runtergehen und da kommen sie schon wieder rauf. Und da, wo wir das rote Medikament gespritzt haben, das rote wirkt einfach besser, oder? Na. Wir haben zwei verschiedene Medikamente gespritzt. Wir wissen von dem da, das Lidocain, das wirkt ein paar Stunden, zwei Stunden, dann ist die Wirkung fort. Und das rote, das wissen wir auch, das wirkt etwa 6 bis 8 Stunden. Jetzt sagen wir dem Patienten, wenn wir das spritzen, aber nicht, was wir gespritzt haben. Wir sagen nicht, wie lange dass das wirken soll. Sondern was wir geben Patienten so ein Blatt mit, wo sie dann jede Stunde ausfüllen, wie stark sind die Schmerzen. Wir verblinden den Patienten. Das heißt, für uns ist dann die Sicherheit größer, dass das, was er aufschreibt, ist effektiv das, was er geführt hat und nicht das, was er gehofft hat, was passieren würde. Das ist ganz wichtig. Ist auch für uns, also auch wir sind nicht gefeit. Wenn wir eigentlich korrekterweise dürften wir auch nicht wissen, was wir spritzen. Weil wir hoffen ja auch, dass es genauso lange, wollen ja das auch. In der Praxis ist das leider im klinischen Alltag häufig eben nicht möglich. Das ist viel zu umständlich, dass das alles verblindet ist. Aber es hat sich gezeigt, dass wenn Patientin verblindet ist, dass uns das eigentlich schon gute Hinweise darauf gibt, ob ein Test effektiv positiv ist. Positiv heißt, die Schmerzen sind um 80% reduziert, die Dauer der Reduktion der Schmerzen hat so lange gedauert, wie wir das erwarten von dem Medikament, das wir gespritzt haben. Und wenn das beides zusammen stimmt, dann ist es ein positiver Test. Dann können wir davon ausgehen, dass es von dort, wo wir es gespritzt haben, effektiv auch kommt und können dann das therapieren. Das ist ein Beispiel einer Spritze, das sehen wir auch häufig. Wir machen eine Spritze mit dem Lidocain. Wir wissen, es wirkt 1 bis 2 Stunden und der Patient kommt dann und sagt, ja, das hat 2, 3 Tage geholfen. Ja, ist ja gut, oder? Also, super. Aber eigentlich, wir sind natürlich froh, aber es war wahrscheinlich nicht das, was wir vermutet haben, sondern da ist irgendwas anderes. Irgendwas anderes kommt noch dazu. Ein Mechanismus, den wir nicht erkannt haben, dass dieses Medikament so lange gedauert hat. Placebo-Effekt, ganz wichtig. Mit unseren Nadeln, die wir brauchen, ist
mindestens 30-40% der Wirkung, die wir haben mit einer Spritze, ist ein Placebo-Effekt. Und den müssen wir natürlich, der kommt uns ins Gehege, wenn wir eine Diagnose, wenn wir wissen wollen, kommt es von dort, dann wollen wir nicht irgendeinen anderen Effekt. Darum machen wir es eben auch zweimal verblindet, damit wir möglichst sicher sind und damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie dann funktioniert, eben auch hoch genug ist. Wenn wir diese Nerven veröden, das ist natürlich nicht so dramatisch wie hier, also nicht mit Feuer und so, aber mit Hitze können wir dann diese Nerven veröden und haben dann gerade bei Rückenproblematik, die von den Facettengelenken und diesen Zwischenwirbelgelenken kommt, haben wir dann zwischen 8 und 18 Monaten können wir einen guten Effekt erzielen und kann das Ganze dann auch wiederholen. Das war eben bei unseren Patienten auch der Fall. Das ist dann so ein Bild von einer Verödung, das ist die Verödungsnadel, am richtigen Ort gesetzt und entsprechend kommt er jetzt ein bisschen weniger als alle Jahre einmal, so 8-10 Monate dauert es im Moment, dass es anhält. Wir haben es aber schon ein paar Mal gemacht, aber wirkt in dem Sinn gut. Da steht einmal pro Jahr, das ist jetzt einfach ein bisschen geschummelt, das ist ein bisschen weniger. Aber der Patient hat signifikant weniger Schmerzen. Er konnte Schmerzmedikamente praktisch auf null reduzieren. Seine Lebensqualität ist stark angestiegen und das ist glaubhaft von ihm erzählt, indem dass er nämlich wieder täglich reiten geht. Konnte er vorher nicht mehr. Ist jeden Tag wieder auf dem Ross. Und, das ist das, was seine Frau erzählt, er hat weniger Absenzen, also diese epileptischen Sachen. Wobei auch da, das ist auch eine Klammerbemerkung, wir haben natürlich auch die antiepileptische Medikation auch optimiert. Darum, ich würde jetzt das nicht unbedingt auf meine Kappe nehmen, auf unsere Kappe, aber es hat sicher eben wir jetzt auch mit den Schmerzen zu tun. Gut, ich möchte abschließen mit einem Bild einer Patientin, das sie mir geschenkt hat. Weil häufig können uns die Patienten sehr schlecht auch den ganzen Leidensdruck, den chronische Schmerzen verursachen, verbal kommunizieren. Und eine Form, sie hat ganz viele von diesen Bildern eindrückliche Zeichnungen gemacht. Sie hat an einem unklaren Ohrschmerz, oder leidet dann, sie leidet immer noch an diesem Schmerz, und hat das dann so dargestellt und gesagt, das ist so, wenn es ihr wehtut, das sei sie, das sei der Elefant, das sei ihr Tröster, das ist einfach ihr Lieblingstier, der sei immer da und der helfe ihr, aber das Ganze, ja, müsse man sich so vorstellen. Und ich denke, das ist eindrücklich für uns auch, wenn wir das sehen, es ist eben nicht ganz klassisch medizinisch, aber doch entspricht es, oder bestätigt es den Eindruck, den wir haben, was eigentlich Schmerzen bedeuten können. Und damit möchte ich abschließen. Vielen Dank.